Früher war mein Traum, schon ein guter Profiboxer zu werden. Jetzt ist Boxen rein ein Geschäft geworden. Der Gentleman muss selber mit sich klarkommen, dass er immer verliert. Er muss den Kopf hinhalten. Es ist ja schon verrückt, was er da macht. Ich hoffe mal auch nicht mehr allzu lange, weil er ist ja ein feiner Kerl und er soll uns ja noch lange gesund erhalten bleiben. Das ist sehr schlimm, wenn du da reingehst und du weißt, du verlierst, obwohl du den Gegner weghauen kannst. Ein Profiboxer nicht existieren. Verlieren ist nicht jedermanns Sache. Wenn ich meine Kämpfe so sehe, merke ich, dass die Gegner so voll durchtrainiert sind und dass eigentlich gar nicht zusammenpasst. Das würde jeder Zuschauer das merken müssen eigentlich, ne? Wenn ich hier solche Kämpfe sehe, dass der Gegner dick ist und trainiert ist, dann weiß ich, dass einfach der nur siegen will und der andere ist nur so ein Fallobst, der nur da ist, nur zu verlieren, das nur Bilanz verbessern, ne? Alle wollen gleich in der ersten Runde K.O. hauen und die kommen schon heftig, brutal ran. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das Gefühl ist da, du musst aufpassen. Wenn ich den Gegner so beim Wiegen sehe, dann merke ich die Spannung und dann weiß ich, dass das jetzt ein blutiger Kampf wird oder nicht. Dann merke ich das beim Wiegen, Augenblick, Augenkontakt, dann merke ich, dass der Gegner will sofort in der ersten Runde dich weghauen und meistens kommen die mit den schweren Schlägen da muss man aufpassen. Also ich habe über 100 eine Kämpfe gemacht, der 102. Kampf, da bin ich tatsächlich K.O. geworden, wo ich da gerade in die Stirn gekriegt habe und dann bin ich auf den Ringboden gefallen und Kopf auch noch am Ringboden. Und da war wirklich das einzige Mal, wo ich da K.O. war, von den ganzen über 350 Amateurkämpfe und 100 Profikämpfe, das einmal bin ich dann richtig K.O. gegangen, wo ich da 1, 2 Stunden weg war und das hat mich wirklich da zum Überlegen macht. Ich muss da aufpassen, bin ich der Jüngste. Nein, Angst ist absolut nicht mehr da. Da hat man so viele Amateurkämpfe gemacht. Wir reden ja von Hunderten, von 200, 300. Da ist diese Angst komplett weg. Jeder Profiboxer hat die ersten 10, 15 Kämpfe gegen Journeyman geboxt. Und meistens ist das so, dass man nicht immer wieder gegen den gleichen boxt. Vielleicht ein oder zweimal gegen den gleichen. Also dann. Das der größte Teil des Boxsports besteht aus Journeymans. 10 zu 3 oder so. 10 Journeymans, 3 normale Boxer. Auf eine Veranstaltung ist meistens ja, wenn es 12 Kämpfe sind, gibt es auch 12 Journeymans. Und 12 Sieger, 12 Verlierer. Die haben Angst, nicht mehr geboxt zu werden. Die haben Angst, schämen sich, haben gegen diesen. Ja, die schämen sich halt, das zu sagen. Und ich stehe dazu. Ich sage es, wie es die Wahrheit ist. Boxen, früher war mein Traum als guter Amateurboxer, Bundesliga, schön ein guter Profiboxer zu werden. Jetzt ist Boxen rein ein Geschäft geworden und jetzt wird man noch schmutziger Geschäft. Seit es international geworden ist, ist es richtig schmutziger Boxgeschäft geworden. Also hat mit Sport nicht mehr zu tun. In meinen Augen hat das keinen Wert mehr. Traurig. Von hier ist was anderes, das geht aber nicht zusammen. Ja, okay. Ja.
Deutsch, schön, ganz schön. Ja, sehr gut. Ganz schön eingereicht. Und herzlichen Glückwunsch auch. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch zur Hochzeit. Noch gar gesagt, Sponsoren haben auch der Siege. Auch der Siege. Und den Namen. Musst du dir auch irgendwie eine Übersetzung machen? Wie hast du denn da genannt? Carla Colonna? Ja. Frank Maria. Meine größten Erfolge bei den Amateuren war ich mehrfache Nordwestdeutsche Meister, dann war ich Deutsche Meister, dann war ich internationaler Deutsche Meister. Die ganzen Erfolge, die waren dann beim Boxen bei den Amateuren. Der Journeyman ist sehr wichtig. Der Journeyman ist für den Profiboxer erfunden worden. Ohne Journeyman würde ein Profiboxer nicht existieren. Er würde nicht seine alle 10, 15 Kämpfe durch K.O. gewinnen, um danach ein Weltmeister zu werden. Also er muss Journeyman sein, damit überhaupt ein erfolgreicher Profiboxer da ist, muss Journeyman existieren. Müssen die Journeymans da sein. Der Journeyman muss selber mit sich klarkommen, dass er immer verliert. Und ja, der muss den Kopf hinhalten und der muss als Sportler das akzeptieren, dass man verliert und sportlich und fair bleiben. Verlieren ist nicht jedermanns Sache. Man muss psychisch damit klarkommen können. Wenn man so guckt, als Sportler des Jahres gewählt worden, mehrfache Titel, Ehrungen, Medaillen, Urkunden, da war man, hat man den Sport existiert. Und jetzt, das als Profiboxer, ist ein Showgeschäft. Das Geschäft kann man nicht mit Sport vergleichen. Jetzt. Ich habe Verbindung gesagt wieder. Ja. Ну я видишь, я бойся. Nun, sie hat Angst um mich. Wenn ich boxe, hat sie Angst um mich. Ну, девочка правильно любишь? Бойся. Wenn sie weiß, ihr Ehemann da im Boxring steht und da Prügel kriegt, hat sie Angst um mich. Ну я нервничаю, когда ты идешь в ринг, да? Я не сплю. Большое время. Ja, und sie kann an den Tagen nicht schlafen, weil die haben auch 6-7 Stunden Zeitunterschied. Ne? Wenn wir boxen, dann bleibt sie die ganze Nacht wach bis 3 Uhr nachts. Wenn wir hier da 21 Uhr, 22 Uhr boxen, die hat da 3, 4 Uhr, 5 Uhr morgen früh. Sie schlaft diesen Tag gar nicht, wenn ich da Boxkampf habe. Слышишь, да? Да? Тебе нет маленький год. Ah, ja. Уже большой год, так плохо, нет, хорошо такое.
Ja, sie sagt, du bist nicht der Jüngste. Das ist auch jetzt langsam da zurückzutreten, weil er halt sind jetzt auf 39, auf die 40 kommen, ne? Sagt sie, sie finden das nicht in Ordnung. Das so